liebe Leute, und herzlich willkommen bei einem leicht verspäteten Luchess-Unboxing. Ja, leicht verspätet, die Box hat den Weg nicht direkt zu mir gefunden. Ihr wisst ja, ich mache diese Lootbox für Game of Thrones Germany. Eine Facebook-Seite, ne, unten in der Videobeschreibung findet ihr die. Einfach mal drauf gucken, gefällt mir da lassen und euch über interessante News zu Game of Thrones freuen. So, schauen wir mal, was in der Lootchest drin ist. Achso, und eine Lootchest könnt ihr da auch jeden Monat gewinnen. So eine hier. Ich zeig euch, was drin ist. So, was haben wir hier? Das machen wir mal zum Schluss. Habt ihr was gesehen? Nee, hoffentlich nicht. Was haben wir hier? Wir haben... Das ist merkwürdig. Wir haben hier erstmal... Oh, was Passendes. Ein Game of Thrones Item. Wow. Und zwar, seht mal, Game of Thrones. Unser Freund, der kleine Johnny. Sehr cool. Das ist zugeklebt. Ich muss es öffnen und ich muss euch diese Figur zeigen. Ich hoffe, das ist jetzt nichts, was ich lange zusammenbauen muss. Dann haben wir nämlich ein Problem. Ich hoffe, das ist schon zusammengebaut. Ja, ist es. Sehr schön. Ich schneide den mal auf und zeige ihn euch. Schaut mal, das ist ein kleiner 8-Bit Jon Snow. Der ist ja super. Der ist vor allen Dingen runtergefallen jetzt. Ist aber nichts kaputt gegangen. 8-Bit Jon Snow. Kann der irgendwas machen? Nee, der kann nur gut aussehen. Schaut mal. Irgendwie sieht der cool aus. Vor allen Dingen, dieser traurige Blick, das haben sie ja gut eingefangen. Das ist original Jon Snow. Ich habe ihn genauso in Erinnerung. Sehr coole Figur eigentlich. Witzig zum Hinstellen. Ja, gefällt mir. Finde ich cool. Packen wir wieder in seine Box. Dann ist er weg. So, Jon Snow. Was haben wir noch als nächstes? Wir haben hier Nuclear Gum. Nuclear Gum. Kaugummi mit Nukular. Das Wort ist Nukular. Nein, Nuclear. Ja, ne? Das ist so ein Fass. Das ist im Prinzip ein Kaugummi, das so ein bisschen größer ist. Ne? Und da wird wahrscheinlich irgendein Quatsch drin sein. Ne, ein Sticker soll da auch irgendwie noch drin sein. Ich lasse das jetzt zu, ne, weil wenn ich hier jetzt anfange Kaugummi zu kauen, dann klingt wie bescheuert, ne, noch bescheuerter als vorher. Was haben wir hier noch drin? Wir haben hier ja, Top Trumps drin. Zu Yu-Gi-Oh! Trumpfspiel. Das sind jetzt keine Yu-Gi-Oh! Karten, sondern das sind Trumpfspiele. Das ist so ein Trumpfspiel, kennt ihr, ne? Fünf ist Trumpf. Na, das ist dieses... Normalerweise hat man dann hier so Karten, da stehen dann irgendwelche Dinge drauf. Und zum Beispiel, ja, meine Kreatur hat 17 Angriffskraft und deine nur 15, deswegen, ne, Trumpf, ich bekomme die Karte, ne, meine Karte ist Trumpf. Irgendwie so. Finde ich, sammle 5 heißt das hier, keine Ahnung, vielleicht funktioniert das noch auf eine andere Art und Weise, ich weiß es nicht. Ich kenne niemanden, der diese Karten spielt. Tatsächlich ist das so, ne, wenn man Kinder hat, ist das super, total geil. Ne? Für die ist das toll, weil kann man mit denen mit solchen Sachen spielen. Bei den meisten Lootern, die ich so kenne, und ich kenne eine Menge, ist das so, dass diese Sachen erstmal in der Schublade landen mit all dem Loot, den man nicht so haben will, und dann so irgendwann entweder in Lootboxen verteilt wird für andere Leute oder eben auf dem Flohmarkt verkauft wird. Also ich kenne fast niemanden, der sowas haben will. Ist jetzt nicht schlecht, ne? Das sind halt, ist, wer Kids hat, für die ist das toll. Ich persönlich kann damit gar nichts anfangen. Nicht so meins. Pack ich mal hier hin. Nicht so meins. Was haben wir hier noch drin? Wir haben hier, oh, ein Coaster Pack. Ein offiziell lizenziertes Produkt. Jo, Coasters. Ich packe die mal aus, dann könnt ihr die gleich sehen. Ne? Verpackung zeige ich euch aber auch noch, die gehört ja mit dazu. Ne? Obwohl, kann sein, dass die noch eingeschaltet. Ne, sind sie nicht. Cool. Die sind sogar einzeln, das heißt, ich kann sie euch alle zeigen. Ne? Verpackung wollte ich euch nicht zeigen. Ist auch egal. Ihr seht ja die Coasters hier. Das sind, ne? Coasters sind Untersetzer. Ne? Für Getränke. Oder irgendwas anderes, was ihr da draufstellen wollt. Ne? Wenn ihr einen wertvollen Tisch habt, wo nichts passieren soll mit, ne? Dann kann man diese Coaster benutzen. Und die sind hier eindeutig für PlayStation. Ne? Das sind auch offiziell lizenzierte Produkte. Ne? Wir haben einmal den Button, den Button, den Button und den Button. Kennt ihr, vom PlayStation. Sehr cool. Ne? Hochwertig gemacht, mit Kork unten drunter. Läuft. So ein Set kostet gerne mal 15, 20 Euro. Sage ich euch gleich. Also die Dinger sind nicht billig, diese Coaster. Man denkt immer, ach, das kostet nichts, aber ist so. Na, so sieht das aus. Verpackung, sehr schön. Finde ich gut. Kommt mal damit hin. Was haben wir noch? Wir haben hier eine. Wir haben eine Funko Pop-Figur. Ein Funko Pop. Und zwar Dr. Who. Hey, Dr. Who. Falls ich glaube, dass es diesen Song gibt, gibt's.
damals in den 80ern, da gab es einen Song zu Doctor Who. Ich weiß jetzt leider nicht, wie die Band hieß, aber habe ich vergessen. Aber es gibt einen Song zu Doctor Who. Die Serie ist ja auch inzwischen asbach uralt. Das ist der 9. Doktor. Das ist der im Prinzip der Reboot-Doktor. Ne? Nachdem das dann erst mal ein paar Jahre gab es da nicht mehr so wahnsinnig viel und dann wurde das halt von der BBC im Prinzip endlich weitergeführt. Ne? Und das ist so der Einstieg für die meisten Leute. Ab diesem Doktor kennen die Leute diese Serie. Ne? Der 9. Doktor. Sehr cool. Ne? Christopher Eccleston, ich fand den cool. Ich mochte den immer sehr gerne. War jetzt nur eine Staffel lang dabei. Danach gab es dann schon einen anderen Doktor. Ja, ein Funko Pop. Geil, endlich mal wieder ein Funko Pop. Das kann sich doch sehen lassen. So, was haben wir hier noch drin? Ein Spindelmannen-Comic. Oh, das sind zwei komplette Geschichten zu Spider-Man. Und es ist ein Gratis-Comic. Ne? Gratis mit dazu. Also noch eine Gratis-Dreingabe hier zu diesem ganzen Ding. Finde ich auch super. Also Comics sind ja inzwischen immer richtig geil gezeichnet. Ne? Das ist echt der Wahnsinn, wie die Comics heutzutage gezeichnet sind. Guckt euch das mal an. Zieht euch das mal rein und sagt mir, dass das nicht geil aussieht. Sieht geil aus, oder? Sag ich doch. Secret Empire ist hier drin, geschichtstechnisch. Okay. Sieht so aus, als wäre hier aber doch mehr als zwei vollständige Geschichten drin, weil das wirkt irgendwie so sehr... Keine Ahnung. Meistens sind diese Hefte ja so Teaser-Hefte mit weiter geht's in Heft so und so. Mal sehen, ob das hier auch so ist. Lest weiter in X-Men. Danke, Teaser-Heft. Aber sowas ist immer cool. Also in solche Comics mal reinzublättern, das gefällt mir immer sehr gut. Leider blöd, wenn sie nicht beendet sind. So, dann haben wir das Ding hier noch. Ne, einen Marvel Mystery Mini. Einen Marvel Mystery Mini, den ich jetzt sofort öffnen muss. Einen Mystery Mini. Juhu. Von Funko. Mystery Mini. Richtig Funko-lastig, die Box hier. Finde ich gut. Muss den mal aufmachen. Ich kriege den natürlich nicht auf. Ist wieder sehr gut zugeklebt. Aber das nützt nichts. Der muss auf. Komm schon. Na, wo rohe Kräfte sinnlos walten, kann mich auch nicht die Pappe halten. So. Ein Marvel Mystery Mini. Und ich kriege den nicht auf. Jetzt geh aber doch mal auf. So. Was ist denn hier los? Hier seht ihr, welche da alle drin sein könnten. Und ich guck mal, wen ich hier hab. Das ist ein Loki. Das ist ein Bubblehead Loki. Ja, Marvel-Sachen sind immer Bubblehead von Funko. Ja, und das ist Loki. Ist jetzt die Frage, ob der 1:44 Loki oder der 2:24. 2:24 ist doch 1:12. Warum schreiben sie es denn nicht so? Der hat aber eine lange Birne. Das ist der ganz normale Standard-Loki. Ja, der bubbelt wirklich so, weil der Hals so lang ist. Da ist die Feder sehr lang irgendwie. Naja, der ist halt sehr kopflastig durch die Hörner, ne? Aber dann bobbelt er wenigstens schön. Bobbel, 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 bobbel. Hey Loki, geht's dir gut? Jo, 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 jo. Ja? Ihr seht das, Loki. Loki in der Variante, wie er dann so im Comic aussieht, ne? Also das ist jetzt... Der sieht aber auch aus, Alter. Ja. Loki. Und dann haben wir noch ein T-Shirt. Ein T-Shirt! Ich mag T-Shirts. Ich habe zwar inzwischen mehrere hundert davon, aber... Ne? Das macht ja nichts. Dieses T-Shirt... Ich entfalte es und ihr dürft es sehen. Noch bevor ich es sehe. Oh ja. Oh ja! Oh, schön! Was sehen wir hier? Semper Ludens, was das auch immer heißen mag. Ich bin nicht so gut in Latein. Hier steht Gamer drauf. Dann hast du hier so verschiedene Dinge, die mit Games zu tun haben. Du hast hier eine Maus, du hast hier einen Würfel, hier hast du Spielkarten. Ne? Hier, das ist hier, sind diese... ich wollte fast sagen, Mensch, ärgere dich nicht, aber die sind auch noch bei den alten klassischen Monopolys mit dabei oder so. Dann hast du hier Schach. Ne? Hier dann noch so ein anderes Kartenspiel. Hier dann ein Controller und hier so ein D20. Sehr geil. Hier oben noch so ein Puzzleteil. Finde ich super. Also dieses T-Shirt ist, glaube ich, eins der geilsten T-Shirts überhaupt in letzter Zeit. Hammergut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ist richtig geil. Tatsächlich muss ich sagen, die Box ist extrem gut. Ne? Bis auf das Ding hier, das finde ich jetzt nicht so geil, ist das eine extrem gute Box. Sehr gut gemacht, Loot Chest. Geile Box. Jetzt kommen wir mal ins Lootbook. Press to Loot. Finde ich auch. Lootbook wieder hier richtig schön aufgemacht mit dem Ding. Ne? Die geben sich da auch immer sehr viel Mühe, dass das dann noch ein bisschen individuell ist. Was haben wir hier? Hier gibt es eine Info über Stranger Things und was man so kennt aus dem Lootbook. Ne?
Das T-Shirt ist hier mit drin. Ganz normal. Der Pixel-Typ, da gibt es auch keine Varianten. Es hätte jetzt nur diesen Jon Snow gegeben. Ne? Und den haben wir dann ja hier auch. Die Untersetzer geben sie hier mit 10 Euro an. Finde ich sogar noch recht günstig. Die sind teilweise echt teurer. Ja, Comic und Nuclear Gum sind halt gratis. Und das Plus-Item ist dieser Kollege hier. So. Und jetzt bin ich irritiert. Jetzt bin ich irritiert. Denn der Kollege hier, der mir gerade aus der Hand gefallen, Alter, ne? Ich werde alt. Der Kollege hier ist gar nicht mit drin im Lootbook. Ist das etwa Bonus-Loot? Habe ich was gewonnen? Das finde ich ja total toll. Das finde ich ja super. Vielen Dank. Bonus-Loot. Wahrscheinlich, weil die Box so lange unterwegs war. Ne? Die hatten sie wahrscheinlich nicht losgeschickt. Da gab es wohl irgendwie... Ne? Oh ja, und hier, Mensch, das ist ja auch ganz interessant. Schaut mal, ne? Das sind hier so zwei Leute von Loot Chest. Und das hier ist der Jörn. Und der hatte am 19.01. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Jörn. Nachträglich natürlich. Ne? Und den Nils hat man hier auch mal gesehen. Sehr schön. Ja. Sehr schöne Box. Finde ich gut. Gefällt mir gut. Coole Box. Was sagt ihr? Einfach mal in die Kommentare schreiben, ne? Ob euch die Box gefallen hat. Ne? Wenn ihr das auf YouTube schaut, gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Natürlich schaut ihr das auf YouTube, wo auch sonst. Ne? Aber wenn ihr bei der Game of Thrones Seite seid und das von da aus anguckt, ne? Dann trotzdem mal einen Daumen nach oben da lassen. Ne? Und vielleicht ein Abo, wie wär's damit? Ne? Und vergesst nicht die Game of Thrones Seite, da könnt ihr auf jeden Fall drauf gehen und schön mal ein Gefällt mir da lassen. Dann kriegt ihr halt alle News. Sagte ich vorhin schon mal, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wie gesagt, ich werde alt. Ne? Und wir sehen uns auch mal beim nächsten Mal. Geile Loot Chest. Ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ade. Ich bin raus. Winter is coming.